Hallo ihr süßen Zuckermäuse, an diesem wunderschönen sonnigen Tag heute. Wie geht's euch so? Ich wollte mich kurz entschuldigen, dass gestern kein Video rauskam, aber ich habe dieses Wochenende auch Besuch und musste noch so viel vorbereiten, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Also sorry an dieser Stelle. Ja, was ist denn im letzten Part mit unseren Mädels so passiert? Salome hat den Vermieter erpresst, denn sie hat ein Geheimnis über ihn aufgedeckt und ich wusste nicht, dass das geht, aber ist auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir ihn noch dazu überredet, dass er uns die Miete erlässt, was auch richtig geil ist, weil sonst wären wir nämlich wahrscheinlich aus dem Haus geflogen. In diesem Part müsste eigentlich Salomes Baby auch kommen. Wir wissen ja schon, dass es ein kleines Mädchen wird und auf jeden Fall freue ich mich auf den Part und ich würde sagen, wir starten rein. Und hier ist auch schon unser Vermieter, den wir im letzten Part erpresst haben und der leider immer noch bei uns in der Wohnung rumsteht. Zu meinem Bedauern. Jetzt gucken wir mal, was Salome treibt. Die ist gerade am Essen. Und wann kommt Baby? In 12 Minuten ist sie im dritten Trimester. Also wahrscheinlich sogar demnächst. So, sie hat ja ihren Mädels auch noch nicht gesagt, dass sie schwanger ist, aber die Ausrede mit dem Blähbauch, die zählt irgendwie langsam nicht mehr. Sie wird also zu Rose gehen und ihre Schwangerschaft preisgeben. Und dann bin ich mal gespannt, was Rose dazu sagt, die hier in der Luft schwebt. Emily hat heute 224 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie großartige Arbeit geleistet und einen Urlaubstag verdient. Super. Dann ist Emily auch wieder da. Wir müssen gucken, dass wir sie hier in der Karriere hochkriegen. Auf jeden Fall. Mann, der Typ nervt. Guck mal, er geht einfach in Hazels Zimmer. Sie schläft hier und er hockt am PC. Du kannst dich jetzt bitte getrost verziehen. Denn außerdem möchten wir ja, dass Emily jetzt hier ein bisschen schreibt. Schreiben, schreiben üben. Ich muss los. Tschö, müde. Und sie kann gerade nicht. Und Nadine guckt ihr zu. Okay, ja, dann müssen wir halt warten, bis Rose fertig mit ihrer Meditation ist. Dann soll sie doch dabei noch schlafen. Hazel ist total K.O. Wann hat sie denn die nächste Vorlesung? 20 Stunden, 15 Stunden. Ja gut, dann lassen wir sie jetzt ein bisschen pennen. Und Rose scheint fertig zu sein mit ihrer Meditation. Dann Salome, geh doch nochmal zu Rose und gib deine Schwangerschaft bekannt und dann wird sie sie mal fragen, was sie davon hält und was sie jetzt machen soll und ob sie es den anderen auch sagen soll. Und was sagt sie? Sie lacht? Hat sie es ihr jetzt gesagt, oder nicht? Ja, konfrontier Rose mal mit ihrem Geheimnis und sag ihr, Rose, wehe, du sagst es den anderen weiter, dann ist wirklich was los. Und Nadine folgt Rose irgendwie auf Schritt und Tritt. Rose, du musst unbedingt deine Beine rasieren. Ach, und sie muntert Rose auf. Süß. Was hat Rosie denn? Na, eigentlich nix, ne? Kontrollierte Emotionen. Süß. Und die Hazel hat sich jetzt hier hingesetzt und macht irgendwie Uni-Aufgaben. Cool. Sehr vorbildlich. Super. Emily hat Level 2 der Schreibfähigkeit erlangt. Dann kannst du jetzt aufhören damit und dich um dich selber kümmern. Hazel ist auch immer noch total müde. Es ist jetzt 21.17 Uhr. Emily, hör auf zu fluchen. Rose geht super. Und Salome ist müde. Rose lässt anscheinend ein paar Aggressionen aus. Ich bin aber echt froh, dass sie nicht schwanger ist, weil das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können, dass wir zwei Babys auf einmal in der Challenge haben, weil es ist mit den Mädels schon irgendwie herausfordernd genug, sage ich mal. Und wir kriegen ja in dem Part auch das Baby von Salome. So, dann lassen wir doch die Mädels alle mal pennen und sehen uns am nächsten Morgen wieder. Salome ist aufgewacht, weil sie total Hunger hat und sie hat sich jetzt hier einen Gartensalat genommen. Hier in dem Bad ist eine totale Überschwemmung, wieso auch immer. Und hier liegt Dreck in der Wohnung. Also ich weiß auch nicht, ihr habt das nicht so unter Kontrolle, ne? Rose ist auch dazugekommen, aber anscheinend hat Salome keinen Bock auf sie. Salome, könntest du dann vielleicht bitte mal den Müll wegwerfen? Komm, das tun wir jetzt auch mal da rein. Und Rose, du kannst doch mal hier aufwischen. Oh mein Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt ist auch noch das Waschbecken kaputt. Dann muss Hazel wieder dran. Du kannst mal aufstehen und das schnell reparieren. Und dann auch was mampfen. Reste haben wir nicht mal. Reste haben wir nicht mehr. Okay, dann Hände waschen und
Frühstück servieren, wir machen Obstsalat. Und Salome lässt sich einfach nicht vom Tanzen abhalten. Das liebt sie einfach. Und Rose auch. Da das Geheimnis jetzt bekannt ist, kann Salome Rose informieren, dass sie das Geheimnis für immer für sich behält oder knallhart Simoleons von ihr fordern. Was ist das Süßes? Also Simoleons fordern können wir nicht, weil wir haben ja selber nicht so viel. Und das wird ja dann aus unserem eigenen Haushalt sein. Und Hazel denkt sich schon wieder, mein Gott, Salome, was erzählst du da für Quatsch? Und Emily wird jetzt mit Salome reden und gemeint zu ihr sein und sagen, Alter, guck dir mal deinen Blähbauch an. Du solltest vielleicht mal ein bisschen Sport machen. Ist ja widerlich. Salome setzt sich jetzt zu ihr und wird ihr nicht sagen, dass sie schwanger ist, sondern ihr sagen, dass sie sich verziehen soll mit ihrer gemeinen Art und Weise. Und dann muss sie sowieso auch schon zur Arbeit los. Und Nadine ruft schon wieder bei Rose an und wird schon wieder vorbeikommen. Ich frage mich auch, warum sie ständig hier auf der Matte steht. Emily ist jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt wird sie schon wieder angerufen von Don. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Rose. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Kim Wilder besser kennenlernen sollte. Sie scheint recht nett zu sein. Gut, da Rose ja jetzt nur ein One-Night-Stand mit ihm hatte, ist es ihr, glaube ich, ziemlich egal. Also sagt sie, dieser Sim ist nett, also vielleicht. Unsere liebe Salome schläft schon wieder, gefühlt eigentlich den ganzen Tag. Und Emily soll mal ein bisschen fleißig arbeiten. Bevor die Geburt jetzt losgeht, muss sie es aber dann doch den anderen sagen, weil sie kann nicht einfach hergehen und dann plötzlich mit einem Baby hier auftauchen. Deswegen werden wir natürlich jetzt auch zu Hazel gehen und ihr unser Geheimnis enthüllen. Rose wird schon wieder angerufen. Sie werden bald kommen. Überlege dir gut, ob du die Tür aufmachst. Und sie sagt, Moment, wer ist da? Haha, ich habe dich reingelegt. Ja, schön für dich. Und Hazel scheint sich auf jeden Fall zu freuen über das kleine Mäuschen, was da drinnen ist. Jetzt muss sie es nur noch Emily sagen. Und red mal über deine Ängste. Und gib ungefragt Ratschläge. Und die Wehen haben eingesetzt. It's happening. That's it. The baby is gonna born. The baby is getting born. Dann sollen wir ins Krankenhaus gehen? Ich glaube schon. Baby im Krankenhaus bekommen. Wir gehen natürlich mit. Sollen wir irgendjemanden mitnehmen? Sollen wir mal den Papa? Wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit und gucken, wie er reagiert. Das würde mich schon interessieren. Cool. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, Emily ist befördert worden und hat sie uns in den Ladebildschirm katapultiert. Gut. Sie ist auf jeden Fall befördert zur Bekleidungsanalytikerin. Emily wurde befördert und ist jetzt Bekleidungsanalytikerin. Sie verdient 7 Simoleons mehr pro Stunde, hat einen Bonus erhalten und ein digitales Graphic-Tablet. Sehr schön, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Kohle. Und du bitte melde dich doch mal am Empfang an zuerst. Gut, dass sie eine Leggings trägt und so ein dehnbares Oberteil. Wo ist eigentlich Akira? Ist er jetzt mitgekommen? Nö, tatsächlich ist er hier noch nicht. Okay, naja, gut. Das zeigt ja alles. Wir gehen jetzt mal mit der Mausi mit. Hey, falls irgendjemand von euch irgendein schönes Krankenhaus hat, dann ladet es doch gerne hoch, weil dieses hier ist einfach nur hässlich. Oh, und er ist unser Arzt, okay. Ach Mist, ich muss mir ja noch einen Namen für das kleine Mäuschen ausdenken. Und da ist sie. Salome hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wir nennen sie Amalia. Ich hoffe, euch gefällt der Name auch. Halt, nicht so schnell. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Wo ist die Baby? Da ist die Baby. Süß. Wir haben unser erstes Girls Club Baby, ihr Lieben. Und sie hat Erziehungslevel 1 erreicht. Super. Dann, meine Liebe, gehen wir mal nach Hause und heißen das Baby herzlich willkommen bei uns. So, wo ist die Baby? Wo steht das süße Mäuschen? Ha, ich wusste es. Genau da, wo es nicht stehen soll. So, es muss ja irgendwie ins Zimmer von Salome passen. Deswegen stemme es hierher. Ich denke, da kommt sie dann auf jeden Fall noch durch. Und dann geh mal zu deinem Mäuschen und liebkose sie.
Und die anderen sind jetzt auch hier und werden natürlich gleich vorbeikommen und gucken. Und Don ruft jetzt gerade bei Emily an und möchte eine Verabredung. Stimmt, ich glaube, dass vorher gar nicht Don angerufen hat, sondern unser Vermieter. Kann es sein, dass ich mich da getäuscht habe? Auf jeden Fall würde ich schon gerne mit ihm auf ein Date gehen, aber nicht jetzt. Also nein, danke. Denn wir möchten jetzt allen unser Baby vorstellen. So, und Salome hat jetzt Rose das kleine Mäuschen gezeigt. Und wer ist dieser Typ? Wer ist denn er jetzt? Der Nachbar. Okay, gut. Aber den werden wir dann im nächsten Part begrüßen. Und damit, ihr lieben süßen Zuckermäuschen, werde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Endlich ist unsere kleine Amalia da. Ich freue mich sehr, auch wenn es jetzt noch anstrengender wird. Falls euch der Name nicht gefällt, könnt ihr natürlich immer noch Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!